Die Anleitung ist 2017 geschrieben worden, der beschreibt, wie Hausarbeiten auszusehen haben. Damals gab es noch kein Chat-GPT. Können das benutzen, wer das nicht tut, ist auch dumm. Aber es gibt Regeln. Das sind die Regeln. Sie können es benutzen. Es soll deutscher Text rauskommen, der soll vernünftig sein. Sie müssen auf jeden Fall zu angeben, jawohl, das habe ich benutzt. Gehört eben zu den Hilfsmitteln, so wie Sie Excel benutzen, so wie Sie andere Leute Korrektur lesen lassen, gibt man das natürlich an. Wenn Sie eine Behauptung aufstellen, das und das und das ist so und so, dann müssen Sie es belegen im Zweifelsfall. Man muss Informationen aus Originalquellen haben, wenn Sie also sagen, dann ja, der Herr Wirk hat was erzählt und mein chinesischer Kollege hat was erzählt, aber ich habe eine andere Meinung, können Sie gerne machen, dann schreiben Sie was dazu, aber Sie müssen es begründen können. Suchen Sie nach Informationen, es ist ein Wesen einer wissenschaftlichen Arbeit, nicht einfach nur das, was man hat, zu nehmen und sagen, da schreibe ich jetzt mal so eine Art Essay von, sondern man dann auch nochmal nachguckt. Sie sind für den Text verantwortlich, das heißt, wenn da was steht, steht das da, egal von welcher Maschine das gemacht worden ist. Sie tragen die Verantwortung. Okay?